extrem spannende Meldung heute bei Bloomberg zum Thema Palantir. Als ich die Meldung zum allerersten Mal gelesen habe, war mein Bauchgefühl, meine erste Reaktion erstmal mega bullisch, sehr positiv, genau solche Dinge will ich lesen. Dann nach kurzer Zeit dachte ich, ja, vielleicht haben wir hier ein kleines Problem. Nicht in Bezug auf die Firma Palantir, da mache ich mir jetzt gerade gar keine Sorgen, sondern es geht um den derzeitigen Aktienpreis der Palantir Aktie, warum ich mir da jetzt Sorgen mache. Dazu gegen Ende des Videos kommen wir erstmal zur Meldung. Bloomberg schreibt also: Thiels Palantir, ja, Thiel bringt Klicks und deswegen wird Peter Thiel sozusagen hier immer vorangestellt, aber sie schreiben Palantir steigert die Einstellungen von neuem Personal, während andere Arbeitsplätze abbauen. Und das nicht zu so knapp, Leute, denn die Mitarbeiterzahl wird bis Jahresende um voraussichtlich 25 Prozent steigen. Das ist ein massiver Aufbau der Personaldecke bei Palantir. Palantir beschleunigt sein Einstellungstempo in diesem Jahr erheblich, um die ehrgeizigen Umsatzziele zu erreichen. Damit widersetzt sich das Unternehmen den Konventionen, während viele andere Technologieunternehmen die Zahl ihrer Mitarbeiter einfrieren oder sogar Stellen abbauen. Die übliche Reaktion auf wirtschaftliche Ungewissheit, ist eine Verlangsamung oder eine Kürzung. Das ist, was viele Unternehmen jetzt tun. Alphabet, Apple, Meta-Plattforms und viele andere haben Schritte unternommen, um die Einstellung von Mitarbeitern zu bremsen. Amazon baute rund 100.000 Stellen ab. Microsoft, Netflix, Oracle und viele andere haben Stellen gestrichen. Palantir ist nicht immun gegen Markttrends, die Tech-Aktien in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 38% gesunken. Nach der Bekanntgabe der Neueinstellungen heute sprang die Aktie um bis zu 2% nach oben und machte damit einen früheren Verlust wett. In den letzten Jahren hatte der Aufbau eines Vertriebsteams oberste Priorität für Palantir, der sich zum Ziel gesetzt hat, Regierungs- und Geschäftskunden zu gewinnen. Palantir arbeitet auch mit IBM und Hyundai Heavy Industries und anderen zusammen, um den Verkauf seiner Software an Unternehmen zu unterstützen. Hier kommt jetzt der wichtige Punkt. Von den 1400 Neueinstellungen, die für dieses Jahr geplant sind, sollen ein erheblicher Teil Softwareingenieure sein, die nicht in der Vertriebsabteilung arbeiten. Eine Sache, auf die sich Palantir bei der Anwerbung von Bewerbern nicht konzentrieren wird, sind Vergünstigungen am Arbeitsplatz wie kostenlose Mahlzeiten oder die Möglichkeit, seinen Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Wir scheren uns nicht um Schnickschnack. Wir suchen nach Leuten, die mit unserer Mission übereinstimmen und die wirklich hier sein wollen. Natürlich ist es extrem positiv und das müssen wir jetzt einmal festhalten, wenn ein Unternehmen beschließt, die Personaldecke so aufzublähen, dann ist das ein sehr gutes Signal, weil das Vertrauen signalisiert und deswegen sprang die Aktie auch 2% nach oben. Vertrauen des Managements in die zukünftige Wachstumsperspektive des Unternehmens und die Nachfrage nach den Produkten. Das ist bullisch, das ist positiv, das will ich nicht wegreden. Es ist auch positiv, dass es Palantir jetzt scheinbar leichter fällt, Personal zu akquirieren, Talent zu finden, weil eben die anderen Großen alle ihre Einstellungsprogramme pausieren, zurückfahren, verlangsamen. Das ist gut. Am Montag stellt Palantir sein Quartalsergebnis vor werden wir hier natürlich an dieser Stelle dann live verfolgen und analysieren. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren und haut auch gerne auf den Like-Button drauf, wenn euch solche Videos weiterhelfen. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Palantir-Aktie bei den letzten sieben Quartalsberichten performte, dann sehen wir ein relativ deprimierendes Bild, nämlich in nur zwei von sieben Fällen ist die Aktie anschließend äh, gestiegen, äh, und das auch nicht sonderlich stark, einmal zwei und einmal elf Prozent. Und in fünf von sieben Fällen ist die Aktie danach gefallen und das recht deutlich zwischen ähm, hier 15 und 23 Prozent äh, bei den letzten drei Quartalsberichten. Der Hauptgrund dafür ist aus meiner Sicht das Palantir beim EPS, also beim Gewinn pro Aktie. Regelmäßig sehr deutlich daneben lag. Klar gab es auch immer andere Gründe, die Besorgnis ausgelöst haben. Zum Beispiel ein verlangsamtes Wachstum beim Regierungssektor äh, und andere Themen. Aber das Verfehlen beim EPS, beim Gewinn pro Aktie, das ist natürlich einer der Hauptgründe. Und wenn man sich anschaut, woran das lag, dann lag das zu einem Großteil immer an den Aktienpaketen, ja, an der Stock Based Compensation, was ja sowieso ein riesiges Thema für Palantir ist, ein riesiger Kritikpunkt, dass Palantir also durch die Ausgabe neuer Aktienpakete, um Mitarbeiter anzuwerben, jetzt kommt ihr auch langsam auf den Punkt, Aktienpakete ausgibt und damit eben Altaktionäre verwässert. Wenn wir jetzt also hören, dass die Personaldecke viel, viel dicker wird und 25 Prozent mehr Leute eingestellt werden. Und das ist der Knackpunkt. Das sind keine Vertriebler, die sozusagen wenige Wochen oder im Worst Case ein, zwei Quartale, nachdem sie eingestellt wurden, dann für Umsatz sorgen. Ja, das wäre ja positiv. Man stellt Leute ein, wartet zwei Quartale und dann sozusagen amortisiert sich diese Ausgabe schon, diese Investition schon, weil diese Vertriebler dann den Umsatz reinholen. Nein, das sind jetzt massive Investitionen in Softwareingenieure. Und natürlich ist das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass Palantir dieses Talent akquiriert. Es führt aber auch dazu, dass diese Ausgaben sich so schnell nicht amortisieren. Denn klar arbeiten diese Leute dann an der Verbesserung des Produkts. Und das Produkt ist ja, was langfristig den Umsatz bringt. Und wir brauchen das. Mein Punkt ist, auf kurze Sicht gesehen, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass nicht nur die, die Ausgaben steigen, sondern dass auch die Stock-Based Compensation die Aktienpakete steigen, die Verwässerung steigt, dass die Kritik an Palantir diesen Punkt betreffend lauter wird, was aus meiner Sicht hier nochmal auf den Aktienpreis drücken könnte. Ihr seht also, die Meldung ist zwar an sich langfristig gesehen, finde ich enorm bullisch und positiv für die Firma. Ich glaube aber, dass es kurzfristig gesehen hier zu weiteren Stolperfallen in der Aktie führen könnte. Wie ist eure Interpretation der Dinge? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr mit über 1700 Mitgliedern über Palantir diskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen am Montag. Quartalszahlen. Wird hochspannend. Bis dann. Ciao.